Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem anderen Buch-Maxi-Video. Man weiß einfach, dass es ein qualitativ gutes Video wird, wenn in der Beschreibung steht der 25 € Auspuff, oder? Also wir schauen uns heute den wahrscheinlich besten Auspuff an, den es gibt, für 25 €. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass man für 25 € irgendwas anderes bekommt, was man Auspuff nennen kann. Aber wir schauen uns heute den Zigarrenauspuff an, den mir der David netterweise hier gelassen hat. Das ist der Auspuff von seiner L2, wo wir den Homoed P6 oder was auch immer das war, draufgegeben haben. Also ich habe jetzt hier mal geschaut, das ist der aktuelle Preis, den ich im Internet gefunden habe für die Zigarre. Das ist mit dem 28 mm Krümmer und der passenden Schelle, dem ganzen Topf und dem Schalldämpfer 25,50 €. Was erwartet ihr euch? 25,50 €. Ich habe den Schalldämpfer aus dem hier im letzten Video schon rausgenommen. Anhören tut sich dieses Teil wirklich unvergleichbar geil, aber leistungstechnisch erwarte ich hier gar nichts. Die Jägermeister geht im Moment 80 km/h mit dem 12 mm Vergaser und dem 70 Kubikzentimeter Zylinder, die da drauf sind. Also der Auspuff, der im Moment auf der Jägermeister drauf ist, ist der DMP Reverse. Man kann hoffentlich sehen, dass der von der Form alleine her einen besseren Resonanzkörper hat. Kostet circa 80 €. Ja, ich muss sagen, der Auspuff ist ein ziemlicher Scheiß, weil wenn man dieses Ding mal so 100 Kilometer gefahren hat, fängt erstens an, der Lack zu schmelzen, was in einem Auspuff überhaupt nicht passieren darf. Der Lack schmilzt, tropft vom Krümmer runter, bleibt dann in eurer Garage, Einfahrt, was auch immer, picken und ihr bekommt das Zeug nie wieder vom Boden weg. Folge dessen, weil der Auspufflack schmilzt und abtropft, fängt er schrecklich an zu rosten. Also er ist hässlich, laut, und er ist im Selbstzerstörungsmodus. Aber er macht halt einen guten Job. Es ist halt wirklich so ein scheiß Plastik-Moped-Auspuff. Einfach diese ganzen Muschi-Roller-Variomatik, was weiß ich, taugt mir persönlich einfach nicht so. Und es hat nicht die klassische Puchform, diese gerade längliche Form, wie zum Beispiel der Homoed, den wir jetzt auf die L2 von David draufgehaut haben. Das ist eine passendere Form. Der Zigarrenauspuff in dieser Form war an und für sich original. Auf der KTM Hobby drauf, haben wir eh gesehen. Das ist der Auspuff, der Zigarrenauspuff, den wir von der KTM Hobby runtergezogen haben. Von der Form her schauen die recht gleich aus, ziemlich gleiches Stecksystem, ein bisschen der originale KTM Auspuff ist hinten logischerweise ein bisschen enger. Und natürlich ist auch der Krümmer vom originalen KTM Auspuff viel dünner. 28 mm, wie gesagt, der 25 € Auspuff. Und ja, ich hau den jetzt einfach aus Spaß einmal drauf. Und schauen wir an, wie sich das mit einem 70 Kubikzentimeter Zylinder anhört und fährt. Also zuerst mal hier der alte Auspuff, ihr könnt sehen, der Lack hat sich komplett verabschiedet. Der ist blank und hier ist die Schwelle, wo gerade nicht so heiß wird, dass der Lack schmilzt. Und das da hinten ist dann dieser mehr oder weniger durchsichtige, transparente Lack, wo man eigentlich das Metall drunter sehen sollte. Und ja, der ist einfach, dieser hitzebeständige Klarlack, der da drauf ist, ist einfach Bullshit und das ist... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das noch ein Jahr haltet, bevor das durchrostet. Und dieses Moped wird ja nicht mal gefahren, wenn es nass ist oder so. Ich weiß nicht mal, warum das so schlimm rostig ist. Außerdem ist dieser Auspuff früher unter einer anderen Firma verkauft worden. Der hat damals Techno geheißen und nicht Reverse DMP oder so. Trotzdem, für das Geld hat er eine recht gute Leistung. Er ist halt sauhässlich und ja. Zur Zigarre Chrom-Auspuff hat diese schöne gerade Form, von der ich vorher gesprochen habe, ist ein bisschen zu lange, glaube ich, weil der originale Auspuff endet circa hier. Ich habe ihn ein bisschen verbiegen müssen, dass er drauf passt, aber an und für sich dadurch, dass er hier nur gesteckt ist, ist er recht leicht zum Treffen bei dem Loch. Das ist ein großer Vorteil, das heißt, ihr müsst nicht wirklich viel schneiden oder Löcher bohren. Aber ja, ich starte jetzt einmal an und schauen wir mal an, wie sich das anhört.
Okay, ich muss hier kurz mal ein bisschen nachjustieren, weil wenn man ihn hinten zuhält, dann qualmt einfach vorne alles raus. Also irgendwas ist hier ziemlich schlimm undicht. Damit durch eine Polizeikontrolle fahrt, werdet ihr hundertprozentig aufgehalten. Okay, ich habe jetzt alle Schrauben nochmal viel zu fest angezogen, aber es ist trotzdem noch wirklich komplett undicht, also es pfeift rundherum raus. Also so wie der Auspuff in der Verpackung kommt, ist auf jeden Fall nicht dicht. Es kommt nicht vorne bei der Dichtung bei der Auspuffdichtung beim Zylinder raus, sondern es kommt zwischen den beiden Stücken raus, wo Krümmer und Endtopf sich halt eben treffen. Ja, ich bin jetzt gerade zum Hofer gefahren mit dem Moped und ich muss sagen, in seinem jetzigen Zustand ist das irgendwie überhaupt nicht fahrbar. Es ist irre laut, es ist unfassbar. Du kriegst fast einen Tinnitus, wenn du auf dem Moped drauf sitzt, geschweige denn der Typ, der hinter mir fährt mit seinem Cabrio. Was ich allerdings sagen muss und was mich echt beeindruckt hat, ist, im Vergleich zum Reverse-Auspuff habe ich überhaupt keinen Leistungsverlust. Also Daumen hoch für die Leistung, zumindest ohne den Endschalldämpfer oder diesen Dämpfereinsatz halt eben, hat dieses Ding dem Reverse-Auspuff weder in Höchstgeschwindigkeit noch in Beschleunigung irgendwas nach hinten. Also wenn ich denke, dieser Auspuff hat 80 Euro gekostet und im Vergleich der billige Zigarrenauspuff hat 25 Euro gekostet, dann muss ich sagen, echt mal Daumen hoch für die Leute, die den gemacht haben. Also ja, das war mein kleines Review vom Zigarrenauspuff, 28mm Auspuff, 25 Euro. Ich habe mir nicht viel erwartet, ich wurde aber überrascht, weil zum Resümee ist zu sagen, dass der um einiges besser ist, als ich ihn für 25 Euro eingeschätzt hätte. Ja, aber ich werde ihn trotzdem wieder runter tun, weil er ist viel zu laut. Oder ich werde zumindest mal ausprobieren, wie er sich mit dem Schalldämpfereinsatz halt eben fährt. Aber ja, danke fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal unter dem Video und viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal. Ciao!